Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. In dieser und in der nächsten Vorlesung möchte ich zwei Konzepte diskutieren, die in der Mechanik und in der Physik insgesamt von besonderer Bedeutung sind. Das sind Impuls und Energie. Wir beginnen heute mit dem Impuls, auf Englisch Momentum. Den Begriff Impuls hat bereits Newton eingeführt. In Wirklichkeit beginnt er seine Prinzipien, seine Beschreibung der Naturgesetze mit der Formulierung, mit der Definition des Impulses. Nach Newton ist Impuls eine vektorielle Größe, die gleich dem Produkt aus der Masse und der Geschwindigkeit ist, für eine Punktmasse oder für einen Körper, der eine Translationsbewegung ausführt. Wenn ein System aus mehreren Körpern besteht, dann ist Impuls Summe von Impulsen einzelner Körper. P ist gleich Summe von Für jeden Körper muss man seine Masse mit seiner Geschwindigkeit multiplizieren und dann über alle Körper aufsummieren. Wenn wir jetzt noch bei einem Körper bleiben, bei einem Massenpunkt, dann wissen wir, dass das zweite Newtonsche Gesetz lautet, Masse mal zeitliche Ableitung der Geschwindigkeit, die Beschleunigung, ist gleich die Kraft. Das, was hier auf der linken Seite steht, können wir aber schreiben als zeitliche Ableitung von Masse mal Geschwindigkeit, vorausgesetzt, dass Masse konstant ist. Und das nehmen wir einfach an. Was hier in der Klammer steht, ist natürlich nichts anderes als Impuls. Das heißt, dp nach dt ist gleich f. Und das ist in Wirklichkeit die ursprüngliche Formulierung des zweiten Newtonschen Gesetzes. Alle wissen, dass es das zweite Newtonsche Gesetz ist, alle wissen, dass es ein Newtonsche Gesetz ist von Newton, aber nur wenige haben die Prinzipien gelesen oder überhaupt reingeschaut, was da steht. Und da steht Folgendes: Als erstes definiert Newton Impuls und dann schreibt, die zeitliche Änderung des Impulses ist gleich die Kraft. Das ist die Formulierung des zweiten Newtonschen Gesetzes, nicht Masse mal Beschleunigung gleich die Kraft. Also wir kommen jetzt einfach zu der richtigen Formulierung des zweiten Newtonschen Gesetzes, aber in dieser Form nennt man es nicht das zweite Newtonsche Gesetz, sondern der Impulssatz. Natürlich das zweite Newtonsche Gesetz und der Impulssatz, das sind Synonyme, das ist einfach dasselbe. Und historisch gesehen sogar, Impulssatz ist das zweite Newtonsche Gesetz. So, jetzt kann man diese Gleichung integrieren. Man multipliziert mit dt. F von t dt. Und dann kann man bestimmt zum Beispiel integrieren vom Zeitpunkt t1 bis zum Zeitpunkt t2. Und hier muss man von dem Impuls zum Zeitpunkt t1 bis zum Impuls zum Zeitpunkt t2 integrieren. Integral von dp ist p, das heißt, man muss einfach Impuls an der oberen Grenze minus Impuls auf der unteren Grenze setzen. P2 minus P1 oder P von T2 minus P von T1 ist gleich Integral von T1 bis T2 F von T dt. Das kann man als Integralformulierung des zweiten Newtonschen Gesetzes ansehen. Änderung des Impulses ist gleich dieses Integral, welches auf der rechten Seite steht. Wenn wir das
Wir können das mit einem speziellen Symbol bezeichnen. Zum Beispiel, ich bezeichne das als F mit Dach. F mit Dach ist keine Kraft, sondern das ist dieses Integral, welches Kraftstoß heißt. Kraftstoß hat eine andere Einheit als die Kraft selbst. Das ist Kraft mal Sekunde, Newton mal Sekunde. Also Änderung des Impulses ist gleich dem Kraftstoß. Auch so kann man das zweite Newtonsche Gesetz formulieren. Jetzt, damit wir weiterkommen können, müssen wir den Begriff abgeschlossenes System oder beziehungsweise offenes System formulieren. Abgeschlossenes System Ein abgeschlossenes System ist ein System, bei welchem alle Körper, die zu dem System gehören, nur gegenseitig wechselwirken, aber mit keinen äußeren Körpern, mit keinen Körpern, die zu dem System nicht gehören. Also wenn wir irgendein System von Körpern und Massenpunkten haben, und die und zwischen denen gibt es beliebige Wechselwirkungen gegenseitig, aber mit keinen nach außen, dann ist es ein abgeschlossenes System. Für abgeschlossene Systeme gilt Folgendes. Nehmen wir ein einfaches Beispiel eines, das einfachste Beispiel eines ein abgeschlossenen Systems, das einfachste Beispiel ist eigentlich eine einzelne Masse, die mit nichts wechselwirkt. Dann gibt es Masse d, p nach dt ist gleich 0, weil sie mit keinen Körpern wechselwirkt. Und deswegen ist p gleich konstant. Nehmen wir ein etwas komplizierteres Beispiel, zwei Körper, die miteinander wechselwirken. Nach dem zweiten Newtonschen Gesetz sind die Wechselwirkungskräfte entgegengesetzt und gerichtet entlang der gleichen Wirkungslinie, das F minus F. Jetzt können wir den Impulssatz für den ersten Körper und den Impulssatz für den zweiten Körper schreiben. Masse mal dv1 nach dt ist gleich f. Masse 2 dv2 nach dt ist gleich minus f. Wenn wir diese Gleichung summieren, haben wir Masse dv1 nach dt plus Masse 2 dv2 nach dt gleich 0, weil die Kräfte sich aufheben. Nach dem dritten Newtonschen Gesetz sind sie entgegengesetzt. Die Summe ist 0. Was hier auf der linken Seite dieser Gleichung steht, ist nichts anderes als zeitliche Ableitung von m1v1 plus m2v2. Und das ist nichts anderes als der Gesamtimpuls dieses Zweikörpersystems. dp nach dt ist gleich 0. Man kann leicht verstehen, dass wenn wir ein Mehrkörpersystem haben, welches drei, vier oder egal wie viel Körper enthält und die wechselwirken nur mit sich gegenseitig, aber mit keinem äußeren Körper. Das heißt, wenn wir ein abgeschlossenes System haben, dann wird es immer zu dp nach dt gleich 0 kommen, weil die Kräfte, die Wechselwirkungskräfte, die finden sich immer jeweils mit Plus und Minus und heben sich immer auf. Ja, deswegen wird die zeitliche Ableitung des Gesamtimpulses immer gleich Null sein. Das heißt, für ein abgeschlossenes System ist die zeitliche Ableitung des Impulses gleich Null und daraus folgt, dass P ist gleich konstant, eine vektorielle Konstante. Damit die zeitliche Ableitung 0 ist, muss die Größe selbst konstant sein. Diese
Behauptung, dass für abgeschlossene Systeme Impuls konstant bleibt, heißt Impulserhaltungssatz. Es ist alles wichtig in diesem Satz, was man sagt, für ein abgeschlossenes System bleibt Impuls erhalten, bleibt Impuls konstant. Für ein abgeschlossenes System. Wenn ein System nicht abgeschlossen ist, dann nicht. Ja, das ist ein Gesetz, welches nur für abgeschlossene Systeme gilt. Jetzt erweitern wir noch ein bisschen den Begriff abgeschlossenes System auf offene Systeme. Wir können in einem System, oder nehmen wir einfach ein System aus zwei Punkten, welches, das ist am einfachsten, aber wir könnten uns denken, ein System aus beliebig vielen Körpern. Es kann sein, dass sie miteinander wechselwirken, aber auch nach außen, mit irgendwelchen Körpern, die sich außerhalb dieses Systems befinden. Ja, das ist jetzt F minus F. Die inneren Kräfte, die sind immer, also eigentlich nicht nur innere Kräfte, sondern alle Kräfte, die unterliegen dem zweiten, dem dritten jüdischen Gesetz, Aktion gleich Reaktion. Hier gibt es Kraft, hier gibt es Gegenkraft, hier gibt es Kraft, sagen wir, F1 external, nach außen. Und natürlich, es gibt auch minus F1, irgendwo dort, wo der Körper sich befindet, auf den Körper. Der ist außerhalb des Systems, den zeigen wir nicht. Und hier gibt es das ist M1, M2, F2 externer. Ich schreibe externer, äußere Kraft, weil die Kraft, das ist Wechselwirkungskraft mit irgendeinem Körper, der sich außerhalb des Systems befindet. Wenn diese äußeren Kräfte null sind, dann haben wir ein abgeschlossenes System. Wenn sie nicht null sind, dann haben wir ein offenes System. Aber wir können auch in einem offenen System unterscheiden zwischen den Kräften, die innerhalb des Systems wirken und nach außen wirken. Ob eine Kraft äußere ist oder nicht, das hängt von dem Kontext ab, von dem System ab. Wenn wir, sagen wir, ist die Wechselwirkungskraft zwischen der Erde und der Sonne eine äußere oder eine innere Kraft? Ja, das ist eine Frage, die keinen Sinn hat. Man muss zunächst das System definieren. Wenn wir als System die Erde definieren, dann ist es äußere Kraft, weil Sonne dazu nicht gehört. Wenn wir als System Sonne und Erde definieren, dann ist es eine innere Kraft. Diese Definition des Systems, das ist nichts anderes als das Freischneiden, welches man in der Statik schon gemacht hat. Und eigentlich bei dem Freischneiden wirft man weg irgendwelche Körper, mit denen man untersetzt sie durch Kräfte. Wir haben das in der Statik nie explizit unterstrichen, aber es handelt sich dabei bei dem Freischnitt um die äußeren Kräfte, die Kräfte, die nach außen wirken. Mit denen Teilen, die wir jetzt weggedacht haben, die müssen natürlich durch Kräfte ersetzt werden. Ja, das ist immer wichtige Definition, Freischneiden oder Definition des Systems, dass wir untersuchen, ist der initiale und wichtigste Schritt bei jeder mechanischen Aufgabe, statisch oder dynamisch. Jetzt wollen wir die Bewegungsgleichung für diese zwei Körper aufstellen. Masse, erste Masse mal Beschleunigung des ersten Körpers. Oder wir können natürlich auch gleich dp1 nach dt schreiben, aber meinetwegen, ich schreibe das in üblicher Form des zweiten jüdischen Gesetzes, ist gleich Summe der Kräfte, die auf diesen Körper wirken. Das ist f plus f1 ext. Und bei dem zweiten Körper ist es m2 dv2 nach dt gleich minus f plus f2 ext. Wir summieren die Gleichungen und bekommen d nach dt von dem Gesamtimpuls von m1 v1 plus m2 v2. Ich schreibe das gleich als Gesamtimpuls. Zeitliche Ableitung des Gesamtimpulses p1 plus p2.
ist gleich, und hier heben sich die inneren Kräfte auf, und aber die äußeren nicht. Die summieren sich, F1 x plus F2 x. Summe aller äußeren Kräfte nenne ich einfach als äußere Kraft. Kraft kann man immer zerlegen oder zusammenlegen, man kann sie immer durch eine äquivalente gesamte Kraft lösen, das ist einfach die Summe F external. Übrigens, dass die vektorielle Summe von Kräften genau die gleiche Wirkung hat wie einzelne Kräfte, das ist experimentelle Tatsache. Ja, das ist nicht selbstverständlich, wenn das sind ja verschiedene physikalische Sachen. Ja, wir können mit einem Dynamometer ziehen und mit anderem Dynamometer ziehen. Wenn wir die wegnehmen und mit einem dritten Dynamometer, so dass die vektorielle Summe die gleiche ist, ziehen, das wird sich der Körper genauso bewegen. Das ist keine mathematische Tatsache. Deswegen, was auch nur die wenigsten Menschen wissen, gibt es noch das vierte Newtonsche Gesetz. Nach den drei Gesetzen schreibt Newton, dass die Kräfte vektoriell summiert werden. Und das vektorielle Summe hat die gleiche Wirkung wie gleichzeitige Wirkung von Einzelkräften. Das hat er verstanden, dass es keine Selbstverständlichkeit irgendwie mathematische Axiom, das vom Himmel fällt. Das ist in Wirklichkeit ein Gesetz. Also, das ist die Anwendung des vierten Newtonschen Gesetzes, dass die Kräfte summiert werden. Aber für uns ist natürlich keine Neuigkeit, weil wir summieren die Kräfte die ganze Zeit, auch schon in der Statik. Also, zusammenfassend. Zeitliche Ableitung des Gesamtimpulses des Systems ist gleich Summe aller äußeren Kräfte, die auf dieses System wirken. Das ist Impulssatz für ein System. Davor war Impulssatz für eine Masse, und das ist ein Impulssatz für das Gesamtsystem. Der einzige Unterschied ist, dass man den Impuls des Gesamtsystems nutzen muss und die gesamte Kraft, aber nicht einfach Kraft, sondern die gesamte äußere Kraft, Summe aller äußeren Kräfte setzt. Natürlich, wenn Summe aller äußeren Kräfte 0 ist, dann ist die zeitliche Ableitung 0 und der Impuls bleibt erhalten. Das können wir so sagen, dass eigentlich haben wir dann ein abgeschlossenes System. Aber Impuls bleibt erhalten nicht nur im abgeschlossenen System. Wenn auf System von außen Kräfte wirken, aber ihre Summe gleich 0 ist, dann ist das System so gut wie abgeschlossen. Es ist eigentlich nicht abgeschlossen, es gibt Wechselwirkung nach außen. Also man kann jetzt Impulserhaltungssatz ein bisschen verallgemeinern. Wenn die Gesamtsumme aller äußeren Kräfte, die auf System wirken, gleich 0 ist, dann bleibt Impuls erhalten. So sollte das in allgemeiner Form, insbesondere bei abgeschlossenen Systemen. Jetzt gucken wir noch genauer auf diese Gleichung. Das ist eine vektorielle Gleichung. Das heißt, man kann sie auch in Komponenten. Man kann irgendwelche Koordinaten wählen, dann in Komponenten schreiben. Wählen wir ein festes kartesisches Koordinatensystem und schreiben, ja, dpx nach dt ist gleich fx x und dpy und dpz auch. Hier natürlich kein Vektor mehr, sondern entsprechende kartesische Komponente der Kraft. Es kann sein, dass eine dieser Komponenten 0 ist. Wenn diese zum Beispiel 0 ist, dann ist dpx nach dt gleich 0 und dann bleibt Impuls in der x-Richtung erhalten. Das heißt, Impuls kann auch teilweise sein. Stellen Sie sich vor, wir haben eine Ebene, die auf der Glatteis ist, ja, das heißt, es gibt keine Kräfte auf dieser Ebene. Fx und Fy gleich 0, aber Fz ist da. Es ist kein abgeschlossenes System, Fz ist da, aber x und y sind 0.
In diesem Fall bleibt der Impuls in der XY-Ebene erhalten. Das heißt, es gibt auch Teilerhaltung des Impulses. Eigentlich, wenn wir von Impulserhaltung in einem Ebenensystem oder einem eindimensionalen System reden, dann reden wir immer von einer Teilimpulserhaltung, weil sozusagen von dieser Ebene kann ja das System nicht weg. Und in der dritten Richtung wird es in jedem Fall nicht erhalten. So, man kann an die Impulserhaltung noch von einem anderen Gesichtspunkt herangehen. Also diese Gleichung schreiben wir nochmal in der expliziten Form. D nach dt von Summe von MIVI. Der Impuls, der hier steht, der gesamte Impuls, ist Summe von Impulsen von einzelnen Körpern. Bei einem Körper ist es Masse mal Geschwindigkeit. Wenn wir summieren, hier setze ich den Index nicht, aber es wird vorausgesetzt, dass es einfach über alle Körper des Systems aufsummiert wird. Und das ist Summe aller äußeren Kräfte. Jetzt erinnern wir uns, ja, das kann man natürlich was ist V? V ist die Ableitung des Radiusvektors nach Zeit. DRI nach dt. Wenn wir das hier einsetzen, dann können wir den gesamten Ausdruck hier links schreiben, d nach dt von Summe, Entschuldigung, d2 nach dt Quadrat von Summe von MIRI gleich f external. Ja, das ist Ableitung und hier drinnen ist auch Ableitung. Insgesamt ist es zweite Ableitung. Dazwischen steht Masse, das ist Konstante, die wird von der Ableitung nicht betroffen. Man kann das Ableitungszeichen, die Differential an einer beliebigen Stelle, an eine beliebige Stelle verschieben. Wenn wir alle hier nach links verschieben, dann ist es zweite Ableitung. So, jetzt erinnere ich Sie an die Definition des Schwerpunkts, des Koordinate des Schwerpunkts, RS. Schwerpunkt des Systems, Radiusvektor des Schwerpunkts, wird definiert als MIRI dividiert durch Summe von MI. Oder für die Gesamtmasse, unten steht die Gesamtmasse des Systems. Das heißt, Summe von MIRI, ich kann das auch schreiben so, MIRI und hier einfach die Gesamtmasse. Masse M groß ist die Gesamtmasse des Systems, Summe aller einzelnen Massen. Summe von MIRI, diese, ist demnach gleich M mal RS. Und wenn ich das hier einsetze, dann habe ich zweite Ableitung von Masse mal der Radiusvektor des Schwerpunkts ist gleich External Kraft. Das setze ich hier fort. D2 nach dt von RS ist gleich M mal, Entschuldigung, M ist gleich Fx. Ja, diese Gleichung sieht echt wie das zweite Newtonsche Gesetz. Das behauptet, dass für ein beliebiges System Masse mal Beschleunigung des Schwerpunkts ist gleich Summe aller Kräfte. Das heißt, hier wird sozusagen der Begriff des Massenpunktes auch sehr präzisiert. Es muss überhaupt kein Massenpunkt sein. Es kann auch ein beliebiges System sein. Es kann eine Galaxie sein. Es kann Sonnensystem sein. Es kann irgendwelches System. Das muss auch nicht fest sein. Es kann wirklich ein beliebiges System sein, aber Masse mal Beschleunigung des Schwerpunkts ist gleich Summe aller äußeren Kräfte. Innere Kräfte gibt es auch, aber die interessieren uns nicht. Die schmeißen wir einfach weg. Ja, das in dieser Form ist es eigentlich auch das
zweiten jüdischen Gesetz, ein bisschen modifiziert, heißt es Schwerpunktsatz. Zum Beispiel, wenn wir ein abgeschlossenes System haben, das heißt, es gibt keine äußeren Kräfte, dann ist die zweite Ableitung eine Beschleunigung des Schwerpunkts Null. Und wenn der Schwerpunkt zu einem bestimmten Zeitpunkt sich nicht bewegte, dann wird er sich auch nie bewegen. Wenn er sich bewegte mit konstanter Geschwindigkeit, dann wird er sich immer mit dieser konstanten Geschwindigkeit bewegen. Ansonsten, es kann außer völlig auseinanderfliegen, aber der Schwerpunkt bleibt am Fleck, ändert seine Position nicht. Jetzt ein paar Anwendungen von dem Impulssatz. Nehmen wir plastischen Stoß. Zwei Körper bewegen sich mit Masse M1 und M2, bewegen sich mit Geschwindigkeit V1 und V2 und dann stoßen sie zusammen, aber so, dass sie danach gekoppelt sind. Entweder gibt es einen Kopplungsmechanismus, wie ein Wagen fährt auf den anderen und dann ist es gekoppelt. Dann gibt es vielleicht ein bisschen Schwingen, aber danach sind sie gekoppelt. Oder vielleicht gibt es plastische Deformation, deswegen plastischer Stoß. Also man spuckt, Entschuldigung, mit diesem Kaugummi und dann bleibt es kleben. Es ist dann Teil des größeren Körpers danach. Ja, das heißt, das ist jetzt das, wie es sieht, vor dem Stoß. Und nach dem Stoß haben sich diese Körper zusammengefasst zu einem Körper mit der Masse M1 plus M2 und der bewegt sich mit irgendwelcher Geschwindigkeit V. V, ich mache die ohne 1 und 2, weil das jetzt zusammengefasste Geschwindigkeit von beiden Körpern ist. Nach dem Stoß. Wenn das ein abgeschlossenes System ist, dann bleibt der Impuls erhalten. Das heißt, Impuls M1 V1 plus M2 V2 vor ist gleich Impuls M1 plus M2 mal V danach. Eigentlich ist es ein ganzer Prozess, der den ursprünglichen Zustand in den endgültigen Zustand überführt. Und Impuls bleibt die ganze Zeit konstant. Aber wenn er die ganze Zeit konstant ist, dann ist auch der Impuls am Anfang und am Ende auch derselbe. Ja, in diesem Fall interessieren wir uns nicht für den Prozess, sondern wir interessieren uns für Endzustände. Und wir können sagen, dass M1 V1 plus M2 V2 ist gleich M1 plus M2 V. Daraus können wir zum Beispiel die Geschwindigkeit nach dem Stoß bestimmen. Das gilt natürlich für den plastischen Stoß. Wenn die auseinanderfliegen, dann wird es nicht der Fall. Dann gibt es keine eine Geschwindigkeit, eine gemeinsame Geschwindigkeit. Aber wenn es die gibt, dann ist das diese. Was ist interessant an diesem Ergebnis? Es können verschiedenste Prozesse ablaufen während des Stoßes. Es können irgendwelche Kopplungsmechanismen, es können plastische Deformationen, es können viskoelastische Körper sein, die dann irgendwie die Energie langsam dissipieren. Alles egal, am Ende wird es diese Geschwindigkeit. Prozess kann sich unterscheiden, aber Endergebnis wird sich nicht unterscheiden. Das ist das Schöne an den Erhaltungssätzen, an dem Impulserhaltungssatz und auch an dem Energieerhaltungssatz, weil sie irgendwelche Schlüsse über die Zustände des Systems erlauben zu erhalten,
ohne in die Details des Prozesses zu schauen. Betrachten wir einen anderen Prozess, den wir Zerfall nennen. Eigentlich ist das der Prozess, der, ja, hier in Notizen wird Zerfall aus einem Zustand mit Geschwindigkeit 0. M1, M2, also wenn wir einen gesamten Körper haben, der sich nicht bewegt. Er könnte sich auch bewegen, aber nehmen wir an, es bewegt sich nicht. Und dann fliegen diese Körper auseinander, aber nur dank den inneren Kräften. Das heißt, das System ist abgeschlossen, aber es könnte zum Beispiel eine Feder dazwischen geben, die gespannt ist. Man schneidet dann den Faden und dann fliegen sie auseinander. Das ist eine innere Kraft, das System bleibt abgeschlossen, deswegen bleibt auch der Impuls erhalten. Das ist vor dem Zerfall. Und das ist nach dem Zerfall. Auch in diesem Fall, eigentlich ist das genau das Umgekehrte zu dem plastischen Stoß. Ja, bei dem plastischen Stoß gab es zwei Körper, die zum einen sich vereinigen. Bei dem Zerfall gibt es einen Körper, der in zwei zerfällt. Das ist einfach in der Zeit ein zurücklaufender Prozess. Deswegen gelten dieselben M1 plus M2 mal die Geschwindigkeit in diesem Zustand, das ist 0. Ist gleich dem Impuls danach. M1 V1 plus M2 V2. Ja, das heißt, man kann hier eine Geschwindigkeit, man kann jetzt nicht sofort sagen, was die Geschwindigkeit sind, aber mal wie die Geschwindigkeiten V1 und V2 miteinander verbunden sind, das kann man feststellen, weil das 0 ist, also nochmal, das ist 0, deswegen können wir sagen, dass V2 ist zum Beispiel minus M1 durch M2 V1. Wenn wir eine der Geschwindigkeiten kennen, dann können wir die zweite auch bestimmen. Natürlich auch solche Zerfallprozesse sind sehr verbreitet. Ein Schuss aus einer Pistole oder einer Kanone ist ein Zerfallprozess. Der Gas lässt das Geschoss sozusagen bewegen, aber die Kanone oder die Pistole bewegt sich gleichzeitig in die andere Richtung, weil Impuls muss erhalten bleiben. Natürlich bei den Elementarteilchen spricht man von Zerfallprozessen. Bei einer Kanone spricht man nicht von einem Zerfallprozess. Man sagt nicht, dass die Kanone ist jetzt zerfallen oder eine Pistole. Aber es ist eigentlich ein Zerfallprozess. Ein Gesamtsystem ist jetzt in zwei Körper zerfallen. Und wenn das zum Beispiel ist die Kugelgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit der Kugel, dann hat auch das Gewehr eine entsprechende, das ist die Geschwindigkeit der Kugel, dann hat das Gewehr auch eine Geschwindigkeit. Und weil die zweite Masse viel größer ist, deswegen ist auch diese Geschwindigkeit nicht so groß, aber die gibt es natürlich immer. Ich möchte noch jetzt zwei Themen diskutieren. Das eine Thema bezieht sich auf die mittlere Kraft und auch auf die Art, wie man sehr oft die Kraftgesetze herleitet. Mittlere Kraft. Ich nehme an, dass es eine Masse gibt und auf die wird Kraft, die von der Zeit abhängt, und zwar nach irgendwelchem solchen Gesetz. Beliebigem Gesetz, F von T. Nehmen wir an, das ist eine eindimensionale Bewegung, um es einfacher zu machen. Und dann ist es eine algebraische Größe, sie kann zwar Vorzeichen haben, aber ansonsten ist sie
entlang dieser Achse x gerichtet. Wenn wir den Mittelwert einer Größe zwischen t1 und t2 bestimmen wollen, dann verfahren wir wie folgt. Wir teilen das in viele Teile mit dem gleichen Intervall Delta T. Dann gibt es hier T, das ist der Zeitpunkt Ti, und bei ihm gibt es die Kraft Fi. Bei jedem Ti gibt es eigene Kraft, natürlich, sie ändert sich auch innerhalb eines Intervalls, aber wenn wir kleine Intervall nehmen, dann ändert sie sich schon nicht. Dann gibt es einfach sehr viele Is, Ti's und sehr viele Kräfte, die praktisch gut definiert sind bei dem gegebenen Zeitpunkt. Und der Mittelwert, den ich so bezeichne, Mittelwert, der wird ja bekanntlich definiert als Summe aller Kräfte oder was man mittelt, dividiert durch die Zahl dieser Objekte. Man kann das so schreiben, wir können oben und unten mit Delta T multiplizieren, dann haben wir Summe von Fi Delta T dividiert durch N Delta T. N Delta T, das ist nichts anderes als das Intervall. Es gibt hier N Intervalle, jeder mit der Länge Delta T. Insgesamt ist es einfach T2 minus T1. Und was oben steht, das ist nichts anderes als Integral von Kraft über die Zeit, wenn Delta T ausreichend klein ist. Von T1 bis T2. Das heißt, das, was wir früher als Kraftstoß definiert haben. Das heißt, Kraftstoß dividiert durch das, über ein Zeitintervall, dividiert durch das Zeitintervall, das ist der Mittelwert der Kraft. Jetzt gehen wir zu der Integralformulierung des Impulssatzes. Änderung des Impulses ist gleich Kraftstoß. P2 minus P1 ist gleich Kraftstoß. Kraftstoß. Und Kraftstoß ist Mittelwert multipliziert mit dem Intervall. Delta T. F, das ist jetzt Mittelwert, kein Vektor, bitte sehr. Vielleicht sollte ich das anders bezeichnen, aber ich habe das jetzt mit so einem Strich bezeichnet. T2 minus T1. Also Änderung des Impulses ist gleich Mittelwert der Kraft multipliziert mit dem Zeitintervall. Ich kann das auch kürzer schreiben. Delta P, Änderung des Impulses, ist gleich Mittelwert der Kraft multipliziert mit Delta T. Das ist nochmal Mittelwert, kein Vektor. Mittelwert. Mittelwert wird oft mit einem Querstrich bezeichnet oder mit eckigen Klammern. Diese Gleichung kann man auf verschiedenste Weise benutzen. Man kann sie in dieser oder in diese Richtung benutzen. Zum Beispiel, wenn umgekehrt wir wissen, dass irgendwelche Kraft gewirkt hat und es gibt im Zeitintervall Delta T eine bestimmte Änderung des Impulses, dann können wir die mittlere Kraft bestimmen und das ist nichts anderes als Delta P durch Delta T. Wenn vektoriell gilt es auch, mittlere Kraft vektoriell ist Delta P vektoriell durch Delta T. Das wird sehr oft auch tatsächlich benutzt. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, den Druck auf dieses Fenster oder an die Tafel. Ja, es gibt hier atmosphärischen Druck. 10 hoch 5 Pascal ist der atmosphärische Druck. Das heißt, auf einem Quadratmeter dieser Tafel wirken 10 hoch 5 Newton. Übersetzt in das Gewicht, das sind 10 Tonnen.
Das sind ganz schön große Kraft, die hier wirkt. Wir fühlen sie natürlich, auf uns alle wirken solche Kräfte. Wir fühlen sie nicht, weil es von allen Seiten und auch vom Inneren wirkt. Ja, deswegen ist es uns egal. Aber wenn zum Beispiel jetzt von der anderen Seite Vakuum gewesen wäre, dann wäre es ganz schön, dann würden hier alle Fenster und Tafeln ja wegfliegen, weil das so richtig gigantische Kräfte sind eigentlich, die hier wirken. Aber wie kommen diese Kräfte zustande? Wenn wir wirklich denken, woher dieser Druck kommt, dann sehen wir, dass es durch die Aufschläge von Molekülen zustande kommt. Gas in unserem Zimmer besteht aus einzelnen Molekülen, die im Abstand ungefähr das Zehnfache ihrem Durchmesser voneinander sich befinden. Und sie fliegen ungefähr ein Hundertstel von ihrem Durchmesser, bis sie mit dem nächsten Molekül zusammenstoßen. Das ist eigentlich ein leerer Raum, in dem kleine Sachen sozusagen hin und her, und ab und zu schlagen sie an die Oberflächen und fliegen zurück. Das ist kurzer, die Kraft, die hier wirkt, die Druckkraft, ist natürlich keine Kraft. Das sind sehr, sehr viele, sehr, sehr kurze Aufschläge. Das ist so sehr stark abhängig von der Zeit. Wir fühlen nur den Mittelwert. Was wir makroskopisch brauchen, was wir Menschen makroskopisch brauchen, ist der Mittelwert der Kraft. Diesen Rauschen, den könnte man, wenn man so klein ist wie ein Molekül, dann würde man das alles mitbekommen. Aber wir sind so groß, dass wir das nicht mitbekommen. Deswegen, uns interessiert überhaupt nur die mittlere Kraft. Und wie ermitteln wir sie zum Beispiel in der Gastheorie? Wir gucken, wie hat sich Impuls geändert eines Moleküls, wenn er an die Tafel aufschlägt. Und das dividieren wir durch die Zeit zwischen den Aufschlägen. Ja, das ist dann die mittlere Kraft, die Druckkraft. Dividiert durch die Fläche ergibt das den Druck. Ja, das ist die Grundlage für, man kann die in diese Richtung oder in die andere Richtung berechnen, abhängig davon, was man gerade braucht. Die Bewegung konkreten Systems oder die Herleitung eines Kraftgesetzes. Ich möchte jetzt diese Gleichung benutzen, um irgendwas herzuleiten, was im Grunde genommen ja nicht ganz trivial ist, ja, weil was man ohne Impulssatz vielleicht nicht so einfach herleiten könnte, weil ich möchte zwar nicht ein Punktsystem, sondern ein Beispiel eines kontinuierlichen Systems betrachten. Stellen Sie sich Folgendes vor, eine feste Wand und hier fließt ein Strahl mit dem Querschnitt A und Geschwindigkeit V. Stößt und fließt auseinander. Natürlich, es ist eine Frage, wie es auseinander fließt. Es gibt der Spritzer, es fliegt ein bisschen was herum, aber das kann man beobachten, wie das fließt. Und eigentlich, wenn wir dieses Experiment machen, dann wissen wir, wie das ungefähr ist. Das ist wirklich so, dass zum größten Teil fließt es auseinander entlang der Wand. Und ein bisschen wird gespritzt drumherum. Wir können dieses phänologische Kenntnis, wie der Prozess abläuft, benutzen, wenn wir zum Beispiel den Impulssatz anwenden. Ich möchte wissen, mit welcher Kraft jetzt dieser Strahl auf die Wand wirkt. Dafür betrachte ich hier einen Ausschnitt. Also eigentlich mache ich Freischnitt so hier an dieser Stelle, noch bevor dem Aufschlag und dann hier am Körper. Dann gibt es eine, oder irgendwo hier, dann gibt es eine Kraft, mit der die Wand auf den Strahl wirkt und die Kraft, mit der Strahl auf die Wand wirkt. Nach dem dritten Newtonschen Gesetz sind das gleiche Kräfte. Das heißt, anstelle der Berechnung der Kraft, die der Strahl auf der Wand, das, was ich brauche, kann ich die Kraft berechnen, die die Wand auf den Strahl ausübt.
Ja, welche Kraft übt denn der Strahl, die Wand auf den Strahl? Ja, dafür kann ich den Impuls, also diese, ja, das ist eigentlich Impuls, und das ist jetzt ja, in dieser Form, ich brauche jetzt die mittlere Kraft, dafür brauche ich Änderung des Impulses. Änderung des Impulses, das ist P2 minus P1. Was ist P2 und P1? Was will ich überhaupt jetzt berechnen? Was verfolge ich? Ich nehme Delta T, ein Intervall Delta T, und dann gucke ich, wie viel Flüssigkeit fließt hier während des Intervalls Delta T rein. Weil sie mit der Geschwindigkeit V fließt, deswegen wird diese L, die Länge des Strahls, welchen innerhalb des Intervalls Delta T rein fließt, wird gleich V mal Delta T sein. Und die Masse dieses Elementes, welches während des Delta T hier reinfließt, ist gleich Dichte der Flüssigkeit mal Volumen dieses Elementes. Das ist A mal L, Rho A V Delta T. Jetzt berechne ich die Änderung des Impulses. Am Ende ist der Impuls null, weil das Wasser hat keine Geschwindigkeit in der horizontalen Richtung. Es fließt auseinander. Und am Anfang hat diese Masse, den Impuls Rho A V Delta T, diese Masse multipliziert mit der Geschwindigkeit. Rho A V Quadrat Delta T. Das habe ich noch Masse mit der Geschwindigkeit multipliziert, damit ich Impuls. Das heißt, es gibt hier Impuls, genauso wie bei Molekülen. Die schlagen auf und deswegen geben sie Impuls der Wand. Genau so hier fließt das Wasser rein, es hat den Impuls und am Ende hat es keinen Impuls. Deswegen hat es diesen Impuls der Wand gegeben oder die Wand hat zurückgewirkt. Und das ist die mittlere Kraft mal Delta T. Daraus können wir die mittlere Kraft berechnen. Das ist minus Rho A V Quadrat. Minus, weil das die Kraft ist, mit der die Wand auf den Strahl. Das heißt natürlich, es ist in diese Richtung und der Strahl wird mit der gleichen Kraft, aber mit Pluszeichen, nach dem dritten Newtonschen Gesetz. Rho A V Quadrat. Sie sehen, dass dies von der Form her die gleiche Gleichung ist für den Widerstand eines Körpers, der sich mit großer Geschwindigkeit in einer Flüssigkeit bewegt, dass auch Querschnittsfläche nur bei einem Körper ist es Querschnittsfläche des Körpers und dann Rho V Quadrat und hier ist es Querschnitt des Strahls, weil das nicht kein Kontinuum ist und die Wand und die kleine Wand, sondern umgekehrt die große Wand und kleiner Strahl. Ja, letztendlich geht es um die Impulsbilanz dort und hier. Die Ursache für diese Gleichung ist die gleiche Impulsbilanz und dann haben wir ja, Rho A V Quadrat. Wie groß ist denn, wenn zum Beispiel das Wasser ist und V gleich 10 Meter pro Sekunde ist? Rho von Wasser ist ja, wie Sie wissen, 1000 Kilogramm pro Kubikmeter. Per Definition. Nach der Französischen Revolution wurden die neuen Einheiten definiert, die wir bis heute benutzen, Kilogramm, Meter und Sekunde. Und als Kilogramm wurde ein Kubikdezimeter von Wasser definiert. Ja, deswegen ein Kubikmeter hat 10 hoch 3 Kilogramm. Das ist leicht sich daran zu erinnern, weil das einfach per Definition. Kilogramm wurde nach der Masse von eines Einheitsvolumen von Wasser definiert. Und jetzt haben wir die Kraft, oder nehmen wir lieber den Druck.
Ja, der Druck, wenn wir die Kraft durch die Querschnittsfläche des Strahls dividieren, dann haben wir die Größenordnung des Druckes. Druck. Ich schreibe ungefähr, weil der Druck ist in Wirklichkeit dort nicht ganz homogen verteilt, aber mindestens die Größenordnung. Das ist F durch A Rho V Quadrat ist 10 hoch 3 mal 10 Quadrat ist 10 hoch 5 was? Ja, 10 hoch 5 Kilogramm pro Quadratmeter durch Sekunde, das ist durch Sekunde Quadrat, das ist Pascal. Das ist Pascal. Spannung oder Druck wird in Pascal. Newton pro Quadratmeter gemessen. Und das ist atmosphärischer Druck. Ja, das ist atmosphärischer Druck, das, wie ich schon erwähnt habe, das ist überhaupt keine kleine Größe. Wenn man mit so einem Strahl, es gibt solche Strahlentherapie, ja, man stellt sich und dann kommt Strahl. Das ist, man muss sich wirklich so halten. Das ist sehr, sehr fühlbar. Ja, und das haben wir jetzt einfach berechnet, obwohl ohne Hilfe des Impulssatzes, ich wüsste gar nicht, da müsste man Hydrodynamik zunächst mal studieren, bevor man das herleiten kann. Und das haben wir ohne Hydrodynamik geschafft. Ja, meine Damen und Herren, jetzt möchte ich Ihnen zu dem Thema dieser Vorlesung noch zwei Beispiele für Kurzfragen vorstellen. Die erste Aufgabe lautet: Ein ruhender Körper zerfällt in drei gleich schwere Teilkörper. Die Geschwindigkeiten zweier Teilkörper sind durch V1 und V2 gegeben, in irgendeinem kartesischen Koordinatensystem gegeben mit den Komponenten 1, 3 und minus 3 und 4. Wie groß ist die Geschwindigkeit des dritten Teilkörpers? Das heißt, es gab einen Körper bestehend aus drei gleichen Körpern mit der Masse m, m und m und sie fliegen auseinander mit den Geschwindigkeiten V1, V2 und V3. Weil das ein abgeschlossenes System ist, bleibt der Impuls erhalten. Er war vor dem Zerfall gleich 0, nach dem Zerfall muss er auch gleich 0 sein. mv1 plus mv2 plus mv3 ist gleich 0. Weil alle drei Massen gleich sind, können wir sie kürzen. Und die Impulserhaltung lautet einfach: Summe aller drei Geschwindigkeiten muss gleich 0 sein. Die Geschwindigkeiten v1 plus v2 sind, ja, dann müssen wir 1 und minus 3 summieren, das ist minus 2, 3 plus 4 ergibt 7, das ist die Summe v1 plus v2, und v3 muss so sein, dass sie in Summe mit diesem Vektor gleich 0 ergibt. Dafür muss natürlich an dieser Stelle 2 stehen, sodass hier sich 0 ergibt und hier soll minus 7 stehen. Die richtige Lösung finden wir an dieser Stelle. Das ist die zweite Lösung. Die zweite Aufgabe lautet: Eine Masse m führt eine eindimensionale Bewegung aus. Über einen Zeitraum 0 bis t wirkt die Kraft F0t² durch t groß Quadrat, die hier schematisch gezeigt ist, in Bewegungsrichtung der Masse. Um welchen Betrag Delta V ändert sich dabei die Geschwindigkeit der Masse? Man kann entweder hier das zweite Newtonsche Gesetz schreiben, es lösen und dann die Änderung der Geschwindigkeit finden, oder man kann direkt den Impulssatz benutzen. Delta P ist gleich Kraftstoß. Oder M mal Delta V ist gleich Kraftstoß. Und Kraftstoß ist Integral von 0 bis t von F0 durch t² dt. Integral von t² dt ist t hoch 3 durch 3.
mit den Grenzen t groß und 0 ergibt t groß hoch 3 durch 3. Das ist dann nach Kürzung mit t Quadrat f0t durch 3. Delta v ist somit gleich f0t durch 3m. Das bekommen wir, indem wir diese Gleichung noch durch m dividieren. Jetzt gucken wir, wo das ist. An der allerersten Stelle. Das ist die richtige Lösung. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Tag.